Noch nie hat der SC Langenthal in dieser Saison in Schottfoss gewinnen können. Heute zum ersten Mal und das geht beim ersten Finalspiel. Langenthal holt also das Break, nachdem sie mit 3:2 in der Overtime gewinnen in Schottfoss. Und somit haben wir eine Entscheidung im ersten Spiel. Und es ist ein Spiel, wo, wie wir schon angesprochen haben, Schottfoss mehr für das Spiel gemacht hat, mehr Chancen gehabt hat. Ein starker Wörterich im Golf SC Langenthal. Du hast es vorhin kurz zusammengefasst, Urban. Wie siehst du den ersten Finalmatch? Thomas. Ja, für Langenthal sehr gut ausgegangen. La Schottfoss hat sich ganz sicher heute ja extrem viel vorgenommen. Sie haben eigentlich einen sehr guten Match gezeigt. Sie sind meiner Meinung nach ein bisschen besser gewesen. Ein bisschen frischer gewesen wie Langenthal. Aber kurz vor Schluss, 40 Sekunden vor Schluss, ist der Ausgleich gekommen. Das Momentum bei Langenthal schnell zurück in die Garderobe und am Schluss nach der Overtime gewonnen. Jetzt geht es zurück heim auf Langenthal. Also, wenn man einen Gameplan müsste zeichnen aus Sicht von der Oberaargauer, dann wäre, oder ist er genau so, wie er heute rausgekommen ist. Im ersten Drittel hat es kein Goal gegeben. Es ist bis zur 22. Minute gegangen. Und dort ist das Powerplay für den SC Langenthal. Und der Philipp Ritz, der Verteidiger, mit dem ersten Goal im Finale und mit dem 1:0. Ja, Brent Kelly, der den Pass die blaue Linie aufgibt zum Ritz. Der Ritz nimmt einen One-Timer. Man sieht kein Screen von Langenthal spielen vor dem Goal. Aber man hat dort Alström, der eigentlich am Goalie wollte, aus dem Weg, also er Böck sieht, trifft ihn unglücklich am Fersen, am Schleifschuh und somit unhaltbar abgelenkt ins Goal. Der Wolf sieht auf den ersten Blick schlecht aus, aber eben mit dem Ablenker ist er natürlich unhaltbar. Und jetzt, gerade wenn du Tim Wolf ansprichst, wir haben ein paar Mal jetzt über den Philipp Wüttrich geredet beim SC Langenthal, aber der Wolf hat auch gute Stats gehabt vor dem Spiel in den Playoffs allgemein. Schön, dass du es ansprichst, weil das soll ich heute auch noch zu Wort kommen lassen, weil wir haben es immer über den Wüttrich geredet, der wirklich für sein Alter ein sensationelles Playoff spielt. Aber es ist auch ein Tim Wolf, der ich sage es mal, nominell als Nummer 2 die Saison gestartet ist. Und Christoph Beiss, der jetzt Nummer 1 war bei Schottfoss, hat sich verletzt. Und dann kommt der Tim Wolf und ist einfach da. Er hat ein super Werk heute in der Qualifikation, um die 92% Safe Percentage und in den Playoffs auch 93,67% Safe Percentage, wo ein Top-Wert ist. Also er und der Philipp Wüttrich sind wirklich ein Top-Goal in den Playoffs und das hat er heute Abend uns auch gezeigt. Und er hat einen schwierigen Match gehabt, weniger Schüsse gehabt, ist weniger warm geschossen worden, wie das vielleicht ein Philipp Wüttrich. Und das macht es manchmal fast schwieriger für einen Goalie. Und er hat seinen Mann auch gestanden heute und ihm ist wirklich kein Vorwurf zu machen, dass das Schott von dem Match verloren hat heute Abend. Einer von den auffälligsten bei La Schottfoss ist unbestritten der Topscorer, der Timothy Kaufmann, war. Und der hat dann auch das 1:1 besorgt in der 27. Minute. Ja, es ist nicht ein wunderschönes, aber sehr wichtiges Powerplay-Goal. Und wenn man genau anschaut, der Kaufmann schleicht sich von hinten rein, wird vergessen im Rücken vom Verteidiger von Langenthal und kann sich nachher Backhand sehr schön verstecken. Dann ist es in die 45. Minute gegangen, also ins Schlussdrittel, respektive ins dritte Drittel. Und dort ist dann das 2:1 gekommen. Nachdem der Wüttrich an der Maske getroffen wird vom Böck, ist es wieder der Timothy Kaufmann mit seinem 7. Playoff-Goal im 10. Spiel. Ja, sich von Wüttrich sicher sehr unglücklich, der Schuss, den er trifft am König, verliert kurz die Orientierung und der Böck kullert nach dem Nachsitz von Kaufmann über die Linie ganz knapp. Aber ich denke, es spricht vor allem der Timothy Kaufmann, der wirklich über die 60 Minuten er ist ergackert, er hat Speed gehabt, er hat den Zug aufs Goal gehabt, er hat Schüsse aufs Goal gebracht. Und das, ich glaube, das zeichnet Schottfoss oder jetzt auch Schottfoss in den Playoffs und der Kaufmann auch aus. Also einfach die Power und Energie richtig Goal gerichtet und dementsprechend macht er einfach auch die 2 Goal auf Seite vom HCL Schottfoss heute Abend. Vor allem auch den Mut, den er hat, oder? Wenn man genau anschaut, wie er reinzieht, durch 2 durch. Normalerweise sagen jetzt 8 von 10 Stürmer gehen links rundherum, aber er macht eine Täuschung, kommt so vor das Goal und dann ist er in einer unglaublich guten Schussposition und versteckt sie dann schön. Aber das ist, glaube ich, auch etwas, was er lernen hat müssen, Timothy Kaufmann, als er jetzt in die Liga gekommen ist. Wir haben uns ein paar Mal gefragt, eben, Fochschett weg bei Schottfoss, neue Ausländer und Kaufmann hat schon mal überzeugt. Ja, und ich mag mich erinnern, einer der ersten Matches, die wir auch gezeigt haben, war ein La Schottfoss-Match. Und dann auch der Cameron und er sind robuste Spieler, die auch gerne mal die Füße sprechen lassen, wenn sie attackiert werden. Und ich glaube, das haben sie schon ein bisschen lernen, dass sie in der Schweiz, dass sie die Ausländer sind und eigentlich auch für da zuständig sind, zum Scoren und Match entscheiden. Und ich glaube, diesen Switch haben sie gut gemacht, von wirklich auch Tough Guys, Anfang Saison zu jetzt in den Playoffs als Scoring Leaders. Ja. Einer, der auch Spiel entscheiden kann, der auch scoren kann und das schon
über Jahre. Das ist der Stefan Cannon und dem gelingt in der 60. Minute tatsächlich der Ausgleich zum 2:2. Ja, Stefan Cannon ist eigentlich der heimliche Motor von Langenthal schon Jahre. Das hast du richtig gesagt, wenn man genau anschaut. Der verliert eigentlich zuerst an der Bande den Stock. So ein bisschen inner locker nimmt er ihn auf und steht am Schluss einfach am richtigen Ort. Und wenn es ihn braucht, ist er da. Das hat er nicht, hat er heute nicht das erste Mal bewiesen. Aber heute natürlich besonders wichtig in diesem wichtigen Spiel. Auswärts. Und nachher ist es eben nicht Overtime gegangen. Ihr beide haben gesagt, das Momentum jetzt beim SC Langenthal. Ich habe persönlich nicht so fest daran geglaubt wie ihr, aber darum sind ja ihr die Experten und ich nur der Moderator. Aber wir haben dann die 62. Minute. Und da ist jetzt einmal ein Langenthal-Ausländer, der trifft, Brian Kelly. Siegestreffer. Ja, der Brian Kelly, er macht etwa so Goal noch aus dem Handgelenkschutz, aus dem hohen Slot. Und er wirklich teilweise trifft er wirklich die Scheibe so optimal. Und es ist so schwierig, als Goalie die Scheibe zu lesen und zu abzuwehren. Er hat gegen mich auch x Goal aus dieser Distanz gemacht. Irgendwie hat er das Gefühl, einfach im Stock zum richtigen Moment einen Handgelenkschuss abzugeben, was es aus dieser Distanz für den Goalie extrem schwierig macht, zu heben. Jetzt haben wir einen Sieg, jetzt haben wir einen Break für den SC Langenthal in einer Finalserie in der Swiss League in Schottfond gewinnen. Wie wichtig ist das? Also, das ist sicher wichtig, aber... Nein, es ist sogar unglaublich wichtig, ja. Vor allem wenn wir die Geschichte anschauen, von wo das Langenthal kam. Zuerst gegen Kloten und dann gegen Olten. Vor allem gegen Olten, denke ich, im Derby hat extrem viel Energie gebraucht. Sie haben ganz sicher heute den Plan gehabt, die ersten 10 Minuten zu überstehen, haben den ersten Drittel überstanden, sind immer im Fahrplan gewesen. Und von der Moral her 40 Sekunden vor Schluss ausgleichen und dann in der Overtime gewinnen und so heimgehen. Also das Drehbuch ist definitiv aufgegangen. Was muss besser gemacht werden bei Schottfond? Ja, ich finde, beide Mannschaften haben einen Gameplan gehabt und haben den relativ gut umgesetzt. Also aus Schottversicht. Also ich habe gefunden, sie haben geduldig gespielt, weil sie haben selber gemerkt, sie haben mehr Chance. Aber sie haben die Geduld nicht verloren. Sie haben auch im letzten Drittel und immer wieder an sie angegriffen. Ich glaube, aus beiden Mannschaften, der Gameplan stimmt. Ich denke wirklich einfach, noch weniger Fehler machen und vielleicht vorne noch suchen, um mehr Durchschlagskraft zu haben, Richtung Goal. Und ja, ich weiss es nicht. Vielleicht hast du noch irgendwie eine Alternative, was Schottfond besser machen. Aber ich denke, beide Mannschaften sollten den Gameplan weiterfahren, was sie jetzt gemacht haben. Hast du noch eine Alternative? Nein, definitiv nicht. Also ich finde, es war ein sehr guter Match gewesen. Vielleicht war es sich Schottfond ein bisschen sicher am Schluss. Jetzt ist es vielleicht ein Wake-up-Call. Nichtsdestotrotz glaube ich, aber die Serie könnte sehr, sehr lang gehen. Aber die Ausgangslage ist eigentlich für uns alle, die begeistert sind und das Hockey verfolgen, ist sensationell. Also könnte eigentlich nicht besser sein. Ja, und ihr könnt es live mitverfolgen. Und zwar geht es weiter mit dem Playoff-Finalspiel 2 in Langenthal. Und zwar am Freitag, am 29. ab 19:25 Uhr. Live aus dem Schoren melden wir uns, der Orban Leinbacher und ich, Thomas Walzer, leider dann nicht mehr mit dabei. Aber du bist morgen schon wieder im Einsatz. Und hier auch der Hinweis, gerne National League morgen Konferenz Halbfinale plus auch Playout-Spiel zwischen Davos und Rapperswil, wo wir natürlich verfolgen. Im Studio der Felix Hohlenstein, Sportchef vom EC Kloten. Also für alle Swiss League-Fans definitiv auch ein Grund zum Einschalten. Und der Thomas Walzer ist auch wieder im Studio. Also morgen Abend schon wieder im Einsatz. Und dann sind wir schon fast am Ende. Und wir haben heute Abend noch ein bisschen ein spezielles Spiel gehabt. Auf Instagram, unsere Social Media Jungs, haben sich da etwas überlegt. Und zwar das berühmte Spiel Wahrheit oder Pflicht. Und dann ist es bei allen drei von uns um Pflicht gegangen. Wir müssen etwas machen. Ihr seht das hier kurz eingeblendet. Die Instagram Community hat hier abstimmen. Also bei mir war es hier wegen Chips oder Schminken. Da haben wir uns habt ihr euch für die Schminken entschieden. Dann haben wir Kaffee bringen beim Urbi und einen Instagram-Account für den Thomas Walzer. Und jetzt würde ich vorschlagen, wir lösen die Pflicht ein. Wir machen das jetzt direkt hier am Ende von dieser Sendung. Urban, du musst mir jetzt glaube ich, einen Kaffee holen. So hat das Community so ist es, stumm, ja. Da kannst du schnell holen. Und der Thomas Walzer muss einen Instagram-Account machen. Ja, ist schon passiert. Du hast jetzt das schon gemacht. Genau. Vor allem für den Helpstone musst du dich wirklich jetzt warm anlegen. Der Sven Helferstein, wer ihm noch nicht verfolgt, unbedingt folgen. Das ist jedes Mal ein Genuss. Jetzt hast du Instagram. Wieso hast du es bis jetzt noch nicht gehabt? Ja, ich weiss es eigentlich auch nicht. Ich bin eigentlich gut durchgekommen. Ich bin auch immer noch ohne Facebook unterwegs. Aber in dem Fall im 2019.
sind wir jetzt definitiv so weit, dass ich da auch dabei sein muss. Also, Walsi Underline 18 unbedingt folgen, das ist der neue Instagram-Account. Ihr habt es so wollen, der Walsi hat jetzt den Instagram-Account gemacht. Ich kriege jetzt einen Kaffee vom Urbi und dann ist auch gerade noch abgestimmt worden, dass ich abgeschminkt werden muss von dir, Urban. Also muss ich zwei Aufgaben erfüllen? Ja, die Leute haben das so wollen. Ja, dass es jemals so wie kommt. Kann aber ja, man das Auto, dass ich dich jetzt abschminke? Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall machen wir das jetzt noch kurz. Danke vielmals, habt ihr so mitgemacht. Das ist auf Social Media. Ein spannendes Spiel haben wir gesehen. Der SC Langenthal gewinnt das erste Finalspiel in Schopfo mit 3-2 nach Verlängerung. Alles geht weiter am Freitagabend. Hoffe, wir sind dann auch wieder mit dabei live. Danke vielmals, Thomas Walser. Danke vielmals, Urban Leinbacher. Kannst schon mal anfangen. Ciao miteinander. Schönen Abend. Aber die Nase, schön, gell?